Moin, willkommen zu einem neuen Clash Royale Video. Heute wird es wieder absolut wild, denn heute spielen wir vom SK Gaming Clash Royale Squad Clashtivity. Also Activity nur mit Clash Royale Begriffen. Wir haben hier zwei Stapel von Karten, die wir in Zweierteams ziehen werden. Es spielen Morten und Sam gegen Flobby und meine Wenigkeit. Hier liegen einmal die Begriffe, das heißt zum Beispiel P.E.K.K.A., Mega-Ritter oder auch andere Dinge aus dem Clash Royale-Universum. Und der eine Partner muss dem anderen Partner diesen Begriff entweder zeichnen, mündlich erklären oder Pantomime machen. Für Pantomime und Zeichnen hat der Partner 2 Minuten Zeit, bis es der andere Partner errät. Und für das Erklären nur eine. Pantomime und Zeichnen geben 2 Punkte und Erklären jeweils 1. Das heißt, man zieht hier zufällig, man kann zum Beispiel ziehen Mega-Ritter zeichnen, da muss zum Beispiel, wenn Morten die Karte gezogen hat, Morten Sam den Mega-Ritter zeichnen und Sam muss es versuchen zu erraten. Wer am Ende mehr Punkte hat bei dieser ganzen Geschichte und wie lustig es wird, das erfährst du in diesem Video. Daumen oben lassen, wenn es dir gefällt und ein kostenfreies Abo, wenn du keine weiteren solchen Videos verpassen willst, denn auf diesem SK Gaming Kanal kommen auch in Zukunft weitere solche Projekte. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Wer fängt denn an? Wir? Ja, wir fangen an. Okay. Ich kann gut starten. Ich muss Pantomime machen. Ja, das musst du jetzt verdecken. Warte, erstmal sehe ich den Zettel. Kann ich es angucken? Sag, wenn du fertig bist. Mach ganz schnell. Du sagst, ne? Beweg dich nicht. Warte, wir brauchen ein bisschen Platz. Wie machen wir das hier? Okay, warte. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott! Mega Ritter. Ja. Ja, die 2 Minuten da waren. Natürlich. War ja so ein, weil wir es einfach da drauf zeigen können. An der Stelle nehmen wir die 2 Punkte mit. So, wir haben Explain. Das ist easy. Ich bin ready. 3, 2, 1, go. Meine Nummer 1 Hasskarte. Sparky. Richtig. Ja! Nee, Junge, Alter. Ja! Junge, das ist voll wack! Ja, warte, es kommt wahrscheinlich noch schwieriger. Dann nehmt ihr mal die Uhren. Kannst du die offen auflegen? Warte, das ist die kannst du offen auflegen. Das ist das, die Kategorie. Explain. Okay, auch nur 1 Punkt. 3, 2, 1, go. 7 Elixierkarte mit einem Schwert. Packer. Ja. Alter, das ist ja holy shit. Also ich muss jetzt von hier ziehen oder von da? Ja. Ja. Den kannst du offen hinlegen. Mein. Du musst Pantomime. Pantomime. Schaffen worden. Pantomime ist das einzig richtig schwere, glaube ich, bei den Dingen. Wobei, den zeichnen wir wahrscheinlich auch. Alter. Okay. Schaffst du. Komm. Okay. Du sagst, wenn du ready bist. Okay. 3, 2, Hoprider! Ja. Das war voll safe. Das wird safe. Das wird safe zusammengekantet. Das wird ein Meme. Wieder Pantomime. Oh mein Gott, let's go, okay. Warte mal, ganz kurz warten. Ja, ich habe keine Ahnung. Weiter geht's. Okay. Okay, ich bin ready. 3, 2, 1, go. Musst du dir. Oder Giant? Ja. Let's go, Junge. Okay, ja, explain. Explain. Bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go. Unser Coach. Kevi. Richtig. Ach, euer Coach. Euer Coach verstanden. Jaw. Oh, oh mein Gott. Nein, Jaw kann auch schwierig werden. Okay, das war mal. 2 Minuten, ne? Warum fixst du das? Ich glaube, das kann echt schwierig werden. Okay, sag mir, wenn du den Stift ansetzt, dann mach ich los. Ja, okay, warte. 3. Princess Tower. Königs Tower. Clash Royale Spielfeld. Kartenslots. Kartenauswahl, Kartendeck. Ein Deck. Okay. Schneller, komm, schneller. Das ist sehr unendlich, die Zeit. Eine Karte. Eine 3-Elixier-Karte. Die Maya. Im Gefängnis. War ja im Gefängnis. Arme. Sieht aus wie eine Fledermaus in menschlicher Gestalt. Ich glaube auch, keine Ahnung, Mann. Bro, das ist gerade echt. Es ist unfassbar scheiße, Mann! Boah. Oh mein Gott, sie rasten aus! Die ganze Zeit. Das Zeichen ist ultra dumm! Ich bin aus keine Zeit mehr. Okay. Ist das denn eine Karte? Ich kann es nicht zeichnen. Du wirst gleich sehen, was ist, du wirst ausrasten. Nase. Du wirst komplett ausrasten. Spucke, Kaugummi. Das wird er niemals rausfinden, weil ich das ausrasten. Firecracker. Ist das auch eine 3?
5. Warum ist der Unterschied? Das kann ich nicht kommentieren. Ich kann... Digga, es geht nicht! Man sieht das auch nicht aus, als ob das Geschrei-Karten sind. Hallo, nicht reden! Das ist ein Gummibär. Das ist ein Schnabeltier. Bruder, es sind höchstens noch 20 Sekunden. Skelettarmee! Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Ich versteh's auch nicht irgendwie, ne? Das sind halt wirklich nicht mehr viele Sekunden, Digga. Das ist priest. Ich kann's ja nicht. Und vorbei! Meine Karte war Bait Deck. Wie soll ich ein Bait Deck zeichnen? Ist so! Ja, Bruder, wie soll ich das machen? Prinzessin Kobold was machen. Du hättest aber einfach ein Lock zeichnen können. Lock und dann irgendwie. Einfach ein Lock zeichnen. Das hätte, glaube ich, mehr geholfen als das alles. Ich bin dran, ne? Okay, ey, Teamwechsel. Draw. Das gibt's ja auch was Schwieriges. Schaffst du, Morty? Du bist ein guter Maler. Ein Künstler bist du. Okay, 10 Sekunden brauche ich kurz. Ist auch nicht so heftig. Okay. Bist du ready? Jo. Das war mein Go. Eisgeist. Karte. Arena. Brücke. Fluss. Arena Fluss. Wasser in der Arena. Arena Wasser. Arena Wasser Fluss. Brücke. Okay. Arena. Arena in der Mitte Fluss. Brücke. Zerke in der Brücke. Zerke läuft. Brücke plus Karten? Brücke plus Quadrat. Quadratbrücke. Schnabeltier, Perry. Skateboard. Ich finde auch, das ist gar nicht so schlecht. Kanonenkabel. Waggon. Waggon in der Brücke. Was kann das fahren? Sparky versinkt an der Brücke im Wasser, im Fluss. Ufer. Da so irgendwie. Plus ist gleich. Also das und das ist gleich. Was soll denn das hier überhaupt sein? 4 Quadrate mit 4 Kreisen ist eine Brücke. Raupe, Raupi. Das ist zu gut, Alter. Ein Deck. Gerade nach deinem gerade eben. Arena-Deck. Deck, Brücke. Deckfluss. Junge. Verstehst du? Vorbei! Spam-Deck, Digga! Junge, mach doch eine Banditin oder so. Ich weiß nicht, wie ich dir zeigen soll. Das soll ein Batman sein. Batman. Vor allem, du hattest Brücke und Deck. Es war so knapp, eigentlich. Du hattest einfach nur Brücke und Deck. Oh mein Gott, du hast direkt am Anfang Brücke. Ich hab gedacht, okay. Ja, ich dachte, es ist vorbei. Das war echt nicht so schlecht, Mann. Das war echt nicht so bad. Ich hoffe nicht zeichnen, ey. Zeichnen ist wirklich Katastrophe. Draw. Oh nein. Bin ready. Okay, schau mal eine Karte. Arena oder Karte? Okay, Arena, let's go. Arena. Königsturm. Three-Crown. 3-Kronen-Sieg. Base Race. Das sind Türme, das ist ein Duell. Das ist Ladder Fight. Das ist Morton gegen Surge. Das ist ein RP. Das ist ein RP. Okay, das ist Brücke. Das ist das sind Rascals. Spam Deck. Skelly Barrel Spam Deck. Okay, du machst schon mal eine Arena. Das hat mir jetzt irgendwie nicht geholfen. Willst du noch was Geiles machen oder war's das jetzt? Okay, ist es ein Deck, ja? Ist das ein Deck? Verstehe ich. Brauchst nicht alle 8 Zeichen, mach was anderes. 1, 2, 3, 4. Elixierkosten. 1, 2. Okay, an der Brücke. Hogwarts Cycle. 1, 2. Was kostet denn 1, 2? Das ist ein Eisgolem und das sind Skelette. Das ist ein Push an der Brücke, ein Brückenpush. Ein Decrown-Push, ein Spam. Weißt du auch nicht, Digga. Digga, du malst ja irgendeinen fetten Knecht hin. Ich hab keine Ahnung, was du willst. Body-Shaming.
nochmal zum dritten Mal den Typ im Fettbauch mal. Ballon! Ballon an der Brücke, Scannyberry Ballon Push. Ballon Rage. Ballon plus. Plus Holzfäller, Holzfällerloon. Ja! Holzfällerballon! Ja, Lamaloon! Oh mein Gott, let's go! Oh mein Gott, Alter, was heißt du 1, ja. 2, Bruder? Was machst du? Ja, eine und zwei Karten. Also zwei Karten aus dem Deck. Das easy. Ist zwei Karten. 4-5 gemacht, Digga. Hättest du einfach 4-5 gemacht, hätte ich gewusst. Oh, nimm mich. Okay, die Mimik soll echt stark gehen. Okay. Wie soll ich denn das mimiken? Okay. Wir versuchen's. Maybe. Okay, kann ich euch zählen? Schon schwer. Soll ich runterzählen? Ich zieh meine Schuhe aus. Jetzt bin ich ready. Okay. 3, 2, 1. Fischermann, Megaritter. Digga, Lava-Hund. Lavaloon. Ja, yeah! Oh, ja, das war gut. Ja. Ja. Wie wusstest du das? Keine Ahnung, ich hab jede Karte genommen. Och, Dicker. Ja. Oh, nee. Wir müssen auch kurz noch warten, weil es geht ja nicht mehr. Zeine kann gar nicht easy sein. Two, one, go. Das ist tatsächlich der Schneeball. Pokéball. Das ist ein Schild. Das ist doch ganz klar, was das ist. Echt? Ja, nee, natürlich. Ich weiß es auch nicht, alles gut. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Warte. Gas, Wächter, Heulgas. Schild. Ich glaube, ich weiß es, Digga. Was? Also es ist wirklich einfach. Es ist wirklich einfach. Nicht Dave, bitte nicht kommunizieren. Du kannst es teilen. Okay, die Truppe stirbt, eine Truppe wird. Abgeschossen. Fernschuss. Ich weiß echt nicht, was diese drei Reihen bedeuten sollen. Stopp. Snipen, Bruder. Ich wusste es, Digga, ich wusste es. Ich mal 7 Fadenkreuze und Gewehre, Digga. Das war jetzt so auf Snipen, er wurde gesniped, das ist die Rangliste. Das wusste ich auch. Snipen. Oh, du Knecht. Naja, pass auf, ich denke an Clash Royale Begriffe und du erklärst Snipen im Nicht-Clash-Royale-Sinne quasi. Ja, weil ich dachte, das ist einfacher. Ja, aber das hat mich übel verwirrt. Ich dachte, du kriegst die Kurve. Ich dachte, entweder Anabahn oder Digga, das sieht aber auch ehrlich gesagt nicht so richtig aus wie ein. Okay, das ist echt schwierig. Fuck. Okay, 3. Ich bin ready. 3, 2, 1, go! Das ist unpraktisch. Ja. Jetzt weiß ich auch, was die Rang ist. Das war die Rang. Ah! Das ist so die schwierig. Guck mal. Agi, Miner, Wallbreaker, Skelett, Graveyard, Grab, Tombstone. Ich glaube, das ist tatsächlich der schwerste. Tesla. Mensch, Figur spricht. Sprich nicht Figur. Ich sehe das nicht. Figur ist sauer, unglücklich. Das ist unglücklich. Vier, 8, okay, das ist ein Deck. Und der ist unglücklich wegen einem Kreuz. Wegen einem Kreuzdeck. Er ist unglücklich wegen. Das tut mir ein bisschen leid geworden, weil das ist so geil. Ist komm mal noch was, irgendwas ist schön. Es ist so lustig einfach. Hashtag 1. Nummer 1. Nummer 1 Deck. Drill, komm in Drill. Nummer 1 Deck, erster Ort. Drew. Nummer 1 OP Deck. Nummer 1 Deck. 4 Männer. 4 Stück.
14 Stück sind unglücklich, weil ein OP-Deck ist. Na komm, das Geld, Deck, das zählt, OP? Das zählt. OP-Deck? So. Ja, OP! Okay. Let's go, Junge! Das passt schon, du hast OP-Deck. Ja, ja! Das passt schon. Das schon. Stark, Alter! Hä, ich dachte, ich wusste nicht, was mit diesem Kreuz sein soll. Das soll Tesla sein! Hä? Was ist das denn für ein Tesla? Tesla. Bro. Okay. Das ist gar nicht möglich. Das sind Mann. Ach so, Pantomime, ja, okay, never mind. 2, 1, go. Feld, Arena, Brücke, Turm, Türme, Turm, Rettungshaus, Feld, genau. Brücke, Seite, Spielername, Trophäenhöhe, Clan-Abzeichen, Clan-Logo, was ist da oben? Der Zuschauer, Zuschauerzahl, ja, Feld, genau. Okay. Da oben rechts, was ist denn oben rechts in der Ecke, Digga? Da ist der Turm. Da ist oben rechts in der Ecke. 8. Eine Zahl. 187. Feld, ja. Gute First Play. Lava und First Play. Rechts startet die XC-Pumpe hinter dem Turm. Drei Musketierinnen. Turm, Königsturm, Rötes Bam. 3. Trophäenscore. Trophäenscore, Ultimate Evil Champion. Arena, ja. Nee, ja. Da rechts in der Ecke. Ist doch gar nichts. Da ist eine Zahl, ja. Zuschauerzahl. 331 Zuschauer, Klartrophäen, Trophäenhöhe, Tilt, Minus Tilt, Minus Trophäen, Trophäenklau, Trophy Stil, Gems, ach Gems, vielleicht Goldbestand, Gemsbestand, Pokalhöhe, Uhrzeit in Clash Royale, Uhrzeit, ach so, Time, wurde im First Play, Overtime, Overtime, that's wrong. Alter, ich dachte, ich hab nicht gedacht, dass du rechts weißt, in der rechts Ecke im Game ist. Ja, ja Zeit, also. Ich hab's die ganze Zeit vergessen. Ich wusste, wenn du auf Zeit kommst, dann schaffst du es irgendwie zu Overtime. Ja. Das war oh, ich hab's dir, das war so. Ja, okay, das krieg ich glaube ich hin. 3, 2, 1. Deck. 2 Karten. Eine Elixierkarte. Tornado. Reveal Tornado, Splashy Art. Bowler. Niemand. 5 Elixier und 3 Elixierkarte. Rechts Tornado. Links. Junge. 5 Elixierkarten. Das ist ein Einwand, ja. Bad, Königsriese. Einwand. Tornado-Karte, Tornado-Deck. Bad-Tornado, Nedo-Deck. Einwand-Tornado-Karte. Tornado-Deck. Eisbow. 0, Nedo. Kein Counter. Das ist unten ist gar nicht schlecht gezeichnet, echt. Drauf achten, was die Truppe unten macht. Ey, was siehst du, tust du, Knecht? Ja, das ist gut gezeichnet von Sam. Nix hier, Karte. Das ist nicht so kacke. Vorbei. Wizard Nedo. Wizard Nedo. Soll Wizard sein, der hier sein Feuerball schießt. Was? Explain, so. Vier die Zielkarte mit Stun-Effekt. Oh Scheiße, gehen wir so eine. Macht wilde Geräusche, ist komplett verrückt die Karte, kam Weihnachten 2016 raus, dazu gab es eine Challenge. Die einzige Karte, legendäre Karte, die man in der Challenge direkt auf Level 5 damals bekommen konnte, wo du Ich konnte die Magier werfen und direkt gebrochen. Ich hab so lange gebraucht. Du musst nach der ersten Aussage. Ja, nach der ersten Aussage. Was war die erste Aussage? Die Elixierkarte, die sie stunnen kann. Okay. Wir müssen beide gleichzeitig den gleichen Begriff pandemisieren. Mhm. Ja, stimmt. Wer ist zuerst da redet? Oh. Kinga Sam. Scheiße. Egal, das wird, glaube ich, eher, wer schneller redet. Ich glaube nicht, dass es einseitiger.
Ha! Du musst einfach gut sein. Schnell und okay. Gut. Are you ready? Ja. Yeah. Okay, 3, 2, 1. Labo, Mega Ritter, Labo, Bacon, Bacon. Hart! Yes! Vamos, Digga! Die Zunge raus, wow. Geil, Zunge. Ja, ist echt, das die Spuck, grüne das spooky gemacht. So. So, Freunde, wir haben gewonnen. Flavio und ich haben gewonnen. Extrem geile Challenge, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn es so war, Daumen rumlassen. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr sowas öfter sehen wollt, machen wir sowas vielleicht in Zukunft. Also gerne auch mit euren Freunden teilen. Und dann würde ich sagen, soll es das auch schon mit dieser Episode gewesen sein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Wir sehen uns.